leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung. Heute ist es auf dem Kanal von der Decane. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen. Der Decane oder der Decane. Aber ich denke mal, der Decane wird das ausgesprochen. Verbesser mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ich habe es nicht immer so mit den Namen. Aber ich glaube, der Decane war hoffentlich richtig. So, 259 Abonnenten, knapp 22.000 Videoaufrufe und ist seit dem 7. September 2014 mit dabei, also in 2 Monaten sind es 2 Jahre. Das ist eine sehr gute Zeit, eine sehr lange Zeit auf jeden Fall schon. Gibt nicht mehr viele Leute, die so lange durchhalten wie der Decane zum Beispiel. Deswegen freut mich das immer, wenn ich sehe, dass ein paar Leute schon ein bisschen länger dabei sind. So, ab in die Beschreibung. Ein bärenstarkes Hey ho, willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Simon, wahrscheinlich besser bekannt als der Decane, bin 19 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Saarland. Aha, aus einem sehr kleinen Bundesland, aber okay. Saarland. Ich bringe hier für euch Videos zu Minecraft. Damit mein reales Leben dabei nicht zu kurz kommt, gibt's von Zeit zu Zeit außerdem Vlogs. Aha. Von Survival Games über Jump League bis hin zu Crazy World sind keine Grenzen gesetzt. Abgerundet wird das Ganze mit Themenvideos oder lustigen Stories aus meinem Leben. Ansonsten bleibt nur zu sagen, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Ich bin raus. Ist wahrscheinlich seine Verabschiedung. Und das ist wahrscheinlich dann seine Begrüßung, bärenstarkes Hey Ho, ist auch immer ein Wiedererkennungswert. Wenn ein YouTuber dieselbe Begrüßung immer macht und dieselbe Verabschiedung, dann setzt man sich mit dem halt oder dann denkt man halt gleich an den. Also, ich weiß nicht, wie ich das Ganze beschreiben soll, aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist, dass es hat so einen Wiedererkennungswert, wenn wer halt zum Beispiel die ganze Zeit sagt, bärenstarkes Hey Ho zum Anfang und zum Schluss halt, ich bin raus oder so, oder den ganzen Satz hier, ihr wisst, was ich meine, ich schweife schon wieder ab. So, also ein Facebook-Account hat er, außerdem noch einen Twitter-Account, einen Instagram-Account und werde Teil der Hashtag Bärenfamilie. Also dort könnt ihr ihn dann abonnieren, denke ich mal. Oder ihr klickt da wie oben auf den Abonnier-Button. Kanalbanner ist wirklich sehr schön, muss ich sagen. Genauso wie das Kanalprofil-Profilbild. Da weiß ich nicht, ob er das selber gemalt hat oder ob er halt das hat machen lassen, aber es sieht selbstgemalt aus auf jeden Fall. Mit so einem bestimmten Zeichenprogramm gibt es ja heutzutage auf YouTube massig. Und hier sehen wir vor 3 Tagen, vor der Woche, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor einem Monat. Ist klar, dass er, wie er gerade schon geschrieben hat, oder wie wir gerade schon lesen konnten, in seiner Beschreibung, dass er halt auch ein Real Life hat. Und vielleicht kommt deswegen auch nicht so regelmäßig, aber er bringt ja so innerhalb von einer Woche so 2 Videos. Das ist ja okay, ne? Also nicht vor 3 Wochen das letzte Video oder vor 4 Wochen, da hätte ich dann gesagt, ah, werde erstmal wieder ein bisschen aktiver, damit ich dich dran nehmen kann. Aber okay, wie er gerade schon gesagt hat, es kommt Minecraft. Hier sehen wir mal eine Folge The Color Swapper. Ist das eine Adventure Map? Die kenne ich gar nicht. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, das ist eine Adventure Map. Dann YouTuber testet Hacks. Das ist, denke ich mal, auch so ein Real-Life-Video, der vielleicht auch was mit Minecraft zu tun hat. Hier ist auf jeden Fall ein Minecraft-Video, das sehen wir auch. Das sah gerade so aus, als ob das ein Video über Pokémon wäre. Aber da steht's ja, mein erstes Video auf der Decane. Ja, das ist bestimmt auch sehr interessant. Dann eine kleine Mini-QSG-Montage und viele weitere Videos, viele Minecraft-Videos. Hier seht ihr ihn mal selber. Ich denke mal, das ist er. Ja, hier ein Prank, hier ein Fake. Hier ein Quiz über die bezaubernde Dagi Bee. Sein erstes eigenes Spiel hat er da eins selber entwickelt. Das könnt ihr ja selber mal herausfinden. Also wir schauen nochmal kurz hier runter. Er macht hat schon viele Videos gemacht, hauptsächlich Minecraft, ab und zu mal ein Real-Life-Video oder auch ein Vlog hier zum Beispiel, die beiden kann ich euch mal ans Herz legen, ein Prank und ein Fake-Video. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall mal ein Abo bei ihm da, ja, lasst ein Like da und vielleicht werdet ihr ja schon ein Teil seiner Bärenfamilie, wie er da schon geschrieben hat, in der Beschreibung. Und falls ihr euch bewerben wollt, schaut da einfach unten in die Videobeschreibung rein. Dort stehen ein paar Anforderungen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr hier dran teilnehmen könnt. Wenn ihr die ganzen Anforderungen erfüllt habt, dann bewerbt euch, so wie es unten in der Videobeschreibung steht, per YouTube-Privatnachricht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dir, lieber Simon, wünsche ich weiterhin viel Glück auf YouTube. Hoffe, du hast noch weiterhin viel Spaß und kriegst weiterhin viele aktive Abonnenten und auch aktive Zuschauer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Bärenstarkes Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu dem lang ersehnten, lang angekündigten FAQ draußen.
Ja, viele Fragen sind leider nicht reingekommen, beziehungsweise nicht viele Fragen, die verwertbar sind. Denn zum Beispiel, einer hat gefragt, ob ich mal meine alte Schule zeigen kann. Kann ich natürlich nicht, denn dafür muss ich mir eine Drehgenehmigung einholen, da das Privatgelände ist. Und wie sieht denn das aus? Stell dich mal vor, jemand geht einfach so zur Schulleitung und fragt, ob er da drehen kann für ein Video auf YouTube. Wie dämlich sähe das bitte aus? Also sind wir mal ehrlich. Wir zum Beispiel das hier, das habe ich ja vorher auch noch nie gemacht. Einfach mal rausgehen und ein bisschen quatschen, ein bisschen Fragen beantworten. Das würde ich natürlich auch gerne weitermachen. Ich möchte in Zukunft wahrscheinlich mehr Vlogs bringen. Das wäre schön, wenn ich das hinkriegen würde. Aber so interessant ist mein Leben dann auch wieder nicht, dass ich irgendwie daily vloggen könnte oder sowas. Sitcoms nenne ich es mal, die so im Fernsehen laufen, die sind auch ganz cool. Aber so richtige Sendungen mit Story, da bin ich im Moment, ja wie gesagt, Prison Break am Suchten, Daredevil habe ich geguckt, war richtig geil. Between habe ich auch letztens ziemlich hart gesuchtet. Da kommt aber noch eine Staffel. Under the Dome habe ich auch gefeiert. Da kommt aber leider auch noch eine Staffel. Ich würde mir wünschen, das wäre langsam mal zu Ende. Die schlachten das sowieso nur noch aus. Ja, das sind so die Serien, die ich am besten fand, die ich am meisten gefeiert habe und die auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert sind. Ich würde sagen, das war's dann von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!